Ich habe hier Wein gefunden auf der BDC 23 in Innsbruck. Und zu dem Wein gehört diese tolle Frau. Erzähl mal, was hat es mit deinem Wein auf sich? Ja, ich bin die Theresa von 21 Bitcoin Wines und ich habe euch heute Wein aus der Steiermark mitgebracht. Ich bin ursprünglich aus der Steiermark und bin gerade an einem Projekt dabei, um insgesamt 21 Weinsorten, Rebsorten mit individuellen Etiketten zu versehen. Jedes Etikett hat ein eigenes Thema, in dem Fall ist es der Genesis Block. Und die Etiketten werden von mir selbst designt und auf der Rückseite gibt es dann immer einen kurzen Erklärungstext dazu, um was es sich genau handelt bei diesem Wein bzw. auch bei dieser Etikette, was da eben da vorne als Thema beschrieben ist. Das heißt, wenn ich den Wein auf den Tisch stelle, dann schaut man sich ja an, was hat man hier zum Trinken, wenn die Freunde da sind. Okay, Genesis Block und dann lieferst du sozusagen gleich die Erklärung mit. Genau, mein Grundgedanke dahinter war eigentlich der, dass man auch den Genuss als alternativen Weg zum Orange Peeling verwenden sollte. Und ich denke mir, wenn No-Coiner gerne ein Glas Wein am Abend trinken und eventuell die Flasche dann am Tisch steht, werden sie durch die Etikette, durch das Design bzw. auch durch den Erklärungstext im Hintergrund eventuell neugierig und für mich ist es schon schön zu wissen, wenn Sie es vielleicht mal durchlesen und wenn schon ein bisschen was im Kopf hängen geblieben ist und Sie von Bitcoin oder generell von Satoshi Nakamoto oder vom Genesis Block mal gehört haben. Und Ziel ist es, erstens natürlich guten, qualitativ hochwertigen Wein auf Konferenzen anzubieten. Und mein weiteres Ziel oder meine Vision eigentlich ist es, verschiedene Winzer, kleine Winzer aus der Steiermark zu supporten und den Wein über die Grenzen hinaus von Österreich bekannt zu machen. Und das Projekt soll dann, wenn es fertig ist, 21 verschiedene Rebsorten beinhalten, von bestenfalls auch 21 verschiedenen Winzern. Und alle dieser Winzer müssen natürlich noch georange-spielt werden, damit sie dann auch noch Bitcoin akzeptieren. Und das ist meine Vision und eventuell gibt es dann eine große touristische Zeitschrift, wo als Headline draufsteht, steirische Winzer oder Burschenschenke akzeptieren nun Bitcoin-Zahlungen. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Ja. Du hast jetzt gerade ein Wort genannt, das haben wir gestern schon diskutiert. Bei uns heißt das Heckewirtschaft oder in die Hecke geht man. Ja? Ja. Wie heißt das bei euch? Bei uns heißt das Burschenschank. Aus dem Grund, weil das sind kleine Winzer, die noch eine Landwirtschaft dabei haben, beziehungsweise einen Weinbaubetrieb. Und die haben zu gewissen Zeiten im Jahr haben sie geöffnet. Und immer dann, wenn sie geöffnet haben, ist beim Schild, beim Wegschild, beim Wegweiser, ist so ein Buschen dran. Also das sind, ein Buschen ist, sind so Tannenzweige mit schönen Schnüren verziert. Und wenn der an der Tafel hängt, dann weiß man, okay, es ist offen und man kann jetzt was essen und was trinken gehen. Das hört sich auf jeden Fall sehr gemütlich und idyllisch an. Ja. Genau, musst du mal ausprobieren, musst dich mal besuchen kommen. Da komm ich dich mal besuchen, ja. Sage mal, hier habt ihr ja noch ein bisschen mehr. Die verkauft ihr auch? Genau, das sind die Untersätze, die habe ich in Deutschland bei einer Ledermanufaktur machen lassen. Und die kommen ziemlich gut an auf der Konferenz hier, muss ich sagen. Letztes Mal habe ich die einfach nur so mitgenommen und jetzt fragen mich die Leute die ganze Zeit, kann man die kaufen? Die schauen so cool aus. Nee, das passt ja dann alles zusammen. Ne? Das ist dein Logo. Man sieht ja hier auch, du hast schon Sticker. Also Flashman, du bist happy, hoffe ich. Ne? Tolles Logo auch. Und das Logo findet sich ja dann hier auch wieder. Und hier hast du sogar noch einen Weinkühler, oder wie nennt man es im Fachjargon? Das ist ein Weinkühler, genau. Ja. Der sorgt dafür, dass der Weißwein kühl bleibt und immer die passende Trinktemperatur hat, auch wenn er schon aus dem Kühlschrank rausgenommen wurde. Was wir noch nicht besprochen haben, ist noch das steirische Kürbiskernöl. Das hast du ja, glaube ich, gestern schon mal probiert. Das ist mit Abstand das beste Kürbiskernöl in der ganzen Steiermark. Man bekommt kein besseres. Das Aroma ist unglaublich nussig und unglaublich fein. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und wir zeigen auch gleich nochmal, da machen wir einen kurzen Cut, wir zeigen gleich nochmal, warum der Skull of Satoshi, also der Grüne, da drauf ist. Ne? Weil wir haben nämlich gestern festgestellt beim Verkosten, dass wenn man das Brot ins Öl tunkt,
wird das Brot grünlich, ne? Genau. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, Wein zu vertreiben? Ja, ich bin auf diversen Konferenzen unterwegs gewesen. Also ich war auf internationalen Konferenzen, auch im Dachraum. Und überall hat sich für mich das gleiche Problem ergeben. Es hat einfach nichts Richtiges zu trinken gegeben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja gut, wenn es nirgendwo was Ordentliches mit einer guten Qualität zu trinken gibt, dann bringe ich meinen Wein einfach selber mit und dann nehme ich das selbst in die Hand. Und es hat gut funktioniert, ich bekomme mega gutes Feedback und den Leuten gefällt es, den Leuten schmeckt es und das macht mich happy. Ja, ich bin nicht so der Weintrinker, aber wir haben mal probiert gestern, also der helle, der... Ja, da hast du mich, der Weiße, Sauvignon Blanc, da hast du mich auf jeden Fall auch mitgekriegt. Ja. Nee, sehr schön. Dann